Willkommen bei dem YouTube-Kanal WatchMaxes Uhrenvideos. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Heute soll es einmal nicht vorrangig um Uhren gehen, sondern um Uhrenarmbänder. Ich habe vier meiner liebsten Bänder ausgesucht, die ich euch nun etwas näher vorstellen möchte. Ich hoffe, ihr habt Vergnügen dabei. Beginnen möchte ich mit einem sehr speziellen Band von Mais Berlin. Den Link blende ich euch ein und ihr findet ihn auch in der Beschreibung dieses Videos, wie alle meine Links. Dieses Armband wurde in Kooperation mit dem Uhrforum aufgelegt und nur in einer limitierten Stückzahl produziert. Ich mag an diesem Band ausgesprochen gerne, dass es sehr weich ist und sich an den Arm anschmiegt. Es ist wirklich unglaublich, wie angenehm sich dieses Band von Anfang an getragen hat. Mittlerweile sieht man dem Band schon einige Spuren an und das gehört bei dieser Art des Bandes auch ganz klar dazu. Ein solches Band muss Patina haben. Beeindruckend bei Mais Berlin fand ich nicht nur die Qualität des Bandes, sondern auch die Kundenorientierung des Inhabers. Ich habe mit Maisam zweimal telefoniert, um die Gestaltung des Bandes zu besprechen. Ich konnte mir aussuchen, wie das Band verläuft, ob es zur Schließe hin schmaler wird, wie die Naht verläuft, ob sie oben quer verläuft, welche Farbe die Ziernaht hat, wie die Löcher angeordnet sind, welchen Abstand die Löcher zur Schließe haben, ob ich ein, drei oder fünf Löcher haben möchte, ob es Breitdorn schließen und entsprechend breite Löcher sein sollen, wie hier, oder aber dünne Löcher, ob es eine Thumbnail, eine Daumennagelschließe haben möchte oder lieber eine breitere, wie an den Panareis. Alles das konnte ich mir aussuchen und es wurde auf meinen Wunsch hin individuell gefertigt. Ein Service, der mich wirklich beeindruckt hat, der aber auch natürlich seinen Preis hatte. Die Bänder von Mais Berlin sind alle deutlich über 100 Euro. Dieses zum Beispiel hat 150 gekostet, aber ich war sehr gerne bereit, das Geld auszugeben, um meine Sinn 903 ST mit einem solchen Band aufzuwerten. Und als Aufwertung empfinde ich dieses Band absolut verglichen mit den Originalbändern. Das Leder dieses Bandes hat einen relativ hohen Fettanteil, sodass Wassertropfen keine Ränder geben und sich die ursprüngliche Textur des Bandes durch Reiben auf dem Leder wiederherstellen lässt. Alles in allem ein teures Band, aber mein absolutes Lieblingslederband. So, das war Mais Berlin. Ich werde euch noch drei andere Bänder vorstellen und die Namen sowie die Links zu den individuellen Herstellern soweit möglich unten in die Videobeschreibung einfügen. Das nächste Band, was ich euch zeigen möchte, ist ein Heuerwill-Band, montiert an meiner Sinn 240 STGZ. Ups! Und weg ist der Keeper, der ist nämlich nicht fest, sondern nur lose aufgesteckt. Heuerwill ist eine Firma, die betrieben wird von Stuart Morley in England und er macht überwiegend Bänder in diesem Racing-Lederstil mit der Lochung. Diese Bänder gibt es auch ohne Lochung und sind dann etwas günstiger. Das Leder ist ebenfalls ausgesprochen weich, sehr samtig in der Haptik und lässt sich ähnlich wie die Bänder von Mais sehr individuell gestalten. Stuart hat eine ganz große Auswahl an Farben. Die Form ist relativ festgelegt auf das, was ihr hier seht. Es ist am Anstoß deutlich dicker als das Maisband und verjüngt sich dann im Querschnitt hin zur Schließe. Ich hoffe, das wird auf dem Video deutlich, doch ich denke, man kann es ganz gut sehen. Was ich sehr positiv finde, ist, dass die Naht nicht durchgestochen ist, sondern von unten verklebt, sodass weder Schweiß noch Abrieb die Naht beschädigen können
und so hoffentlich länger hält als bei anderen Bändern ähnlicher Machart. Dieses Band liegt, wenn man den Fundpreis umrechnet, bei etwa 90 Euro, also spürbar günstiger als das Band von Mais. Ich mag es sehr in der Haptik, im Tragekomfort, konkurriert es mit Mais, verliert aber knapp dagegen. Das nächste Band, was ich euch zeigen möchte, ist montiert an meiner Sinn 104 STSAIA. Das I steht für die Indizes auf dem Ziffernblatt und das A für das Anthrazit-graue Ziffernblatt. Das Band selber ist ein Lederband von Crown and Buckle, nicht ganz so weich wie das Mais oder das Heuerwill, aber auch nicht so starr wie die Lederbänder von den Drehständern bei Karstadt, Kaufhof oder ähnlichen Ketten. Das Band ist für den Preis, umgerechnet inklusive Zoll etwa 45 Euro, sehr in Ordnung. Es gibt nichts auszusetzen, auch wenn es mich nicht in eine ähnliche Begeisterung versetzt wie das Mais oder das Heuerwill, ist es ein Band, was sehr fair bepreist ist, mit einem wunderschönen Außenleder, einem etwas günstigeren Innenleder, aber in der Preisklasse ist das normal, insofern keine Kritik, sondern nur eine Feststellung. Crown and Buckle ist in jedem Fall einen Klick wert. Die haben eine große Auswahl an NATO-Bändern, an Zulu-Bändern, aber auch an höherpreisigen Cordovan-Bändern, die bei 150, 160, 170 US-Dollar losgehen. Insofern mein Tipp, klickt mal rein. Dort gibt es auch wunderschöne Uhrenrollen und Uhrenetuis. Wirklich einen Klick wert, auch wenn die Wartezeit aus Amerika 4 bis 6 Wochen beträgt. Für mich hat es sich gelohnt und ich habe den Kauf nicht bereut. Das nächste Band, was ich euch zeigen möchte, ist ein sehr spezielles Band. Denn es handelt sich um ein Band, welches eine Außenseite aus Holz hat. Das Innenfutter ist Leder, man kann es auch am Band selber lesen. Hergestellt wurde das Band von Morellato, den genauen Namen blende ich euch ein. Wie gesagt, interessant wird dieses Band dadurch, dass die Außenseite aus kleinen Quadraten aus Holz besteht. Wenn man genau hinsieht, kann man auch die Maserung des Holzes erkennen. Diese kleinen Holzquadrate sind in eine Latex-, Kautschuk- oder Gummischicht gesetzt, die auch die Kante versiegelt, sodass kein Wasser eindringen kann. Trotz der Eigenschaft von Holz ist dieses Band erstaunlich flexibel und trägt sich angenehm. Bezüglich der Praxistauglichkeit kann ich sagen, dass das Band schon den ein oder anderen Regenguss mitgemacht hat und auch Händewaschen überlebt, ohne dass das Holz aufquillt. Preislich ist dies das günstigste Band im heutigen Vergleich. Mit ca. 38 Euro ist es auch kein extrem günstiges Band, aber auch nicht unerschwinglich teuer. Ich hoffe, dass euch dieser Vergleich gefallen hat. Falls das der Fall ist, könnt ihr am Ende dieses Videos meinen Kanal abonnieren. Ein kleiner Ausblick sei mir gestattet. Das nächste Video wird ein Vergleich sein zwischen einem Hirsch Performance Band und einem Eulith Eutech Band. Eulith hat ähnliche Bänder aufgelegt wie Hirsch Performance, die aber nur knapp die Hälfte kosten. Bestellt ist das Eulith Band schon und sobald ich Zeit gefunden habe, einen Eindruck zu gewinnen und den auch so weit verfestigen konnte, dass ich etwas Sinnvolles darüber sagen kann, werde ich ein entsprechendes Video machen, online stellen und hoffe, dass es euch gefällt.